Hi, Mom. So I got my ticket home from Europe. I get back on June 6th, but it's a really late flight because that was the cheapest, so it gets in at midnight. But don't worry, I'll get a shuttle from the airport so you don't have to pick me up. Like, really seriously, you don't have to. Okay, so, love you. See you soon. Bye. Endlich zu Hause. Konnichiwa, Bitches. Herzlich willkommen zu Let's Play Gone Home. Ich muss das gerade mal auf den Ohren leiser machen. Das rauscht so laut. Ja, was gibt's hierzu zu sagen? Weiß ich gar nicht. Ist halt ein Spiel, ne? Ist ein ruhiges Spiel, passiert nicht viel, aber gibt viel Geschichte. Schöne Geschichte. Ich kenn's halt schon. Ich tue einfach so, als würde ich es noch nicht kennen. Genau, wir sind Caitlin Greenbrier aus Portland. Und ja, wir sind gerade von einem Trip nach Europa, nach Hause gekommen, weil wir jetzt, also nach Hause, von wegen, wir sind ja Amerikanerinnen, ne? Und wollen jetzt in das Haus rein. Nam, nam. Katie, es tut mir leid, aber ich kann nicht da sein, um dich zu begrüßen. Es ist unmöglich für mich. Uiuiui. Ich bitte dich, versuche nicht herauszufinden, wo ich bin. Ich möchte nicht, dass es irgendjemand weiß. Mhm, wir werden uns eines Tages wiedersehen. Sorge dich nicht, ich liebe dich, Sam. Okay. Ominisü. Ominös. Was haben wir da? Lampe ein. Oh, Licht ist immer gut. Licht ist gut. Haben wir noch mehr Licht? Nee. Ich mag's. Da hat gerade irgendwas gequietscht. Weihnachtszeugs? Weihnachtszeugs. Nimm Weihnachtsgans. Kann ich mir die angucken? Ach, guck mal. Voll süß. Oh, mit Preisschild unten dran. Warte mal, kriege ich das? Yep. Wissen wir das auch. Tu das mal weg. Ich glaube, wir brauchen den Schlüssel, ne? Machen wir hier mal wieder zu. Wollen wir hier nicht so ein Chaos hinterlassen. Die Ente lasse ich da liegen. Das ist schon okay. Entriegele Tür. Hua. Okay, das ist nur ein ganz kleines bisschen creepy. Ich mache hier mal Licht. Ja genau, das Spiel ist eigentlich auf Englisch komplett. Ich habe mir jetzt so ein deutsches Sprachpaket fanmade irgendwie von Steam runtergeladen. Und ja, ich hoffe, dass die Übersetzung nicht ganz so daneben ist, wie jetzt zum Beispiel bei The Walking Dead. Das war ja total schief. Was haben wir da? Okay, da erkenne ich gar nichts. Softface. Oh, die kann ich mitnehmen. Die brauche ich aber nicht. Ich will Schubladen durchsuchen. Dies Notiz. Wegbeschreibung vom neuen Haus zur Arbeit. Flintlock, Nattelwald, Ranger Station. Von Aberhill aus nach links. Oh Gott. Gewitter, ne? Links bei Grubtree, rechts bei Bullhorn, Anfahrt, bla bla, auf die bla bla. Eingang auf der rechten Seite, Fahrzeit 1 Stunde 15 Minuten zur Arbeit. Also jetzt nur One Way? Das ist hart. Warum zieht ihr denn da hin? Kann ich das mal. Ah ja. Okay. Ich glaube, Aberhill ist das, wo das neue Haus ist. Also unsere Familie. Wir waren sehr lange in Europa und unsere Familie ist derweil in ein neues Haus gezogen und wir haben halt keinen Plan, wie es. Ne? Und irgendwie sind alle weg. Und das ist jetzt scheinbar der Weg zur Arbeit von irgendwen für irgendwen. Aber das ist halt schon hart. Wenn du so lange zur Arbeit brauchst, ich weiß nicht. Wenn ihr schon arbeitet, wie lange braucht ihr denn so zur Arbeit? Ich meine, weiß nicht, in Amerika ist man auch. Ey, wir müssen hier die Tür zumachen. Das geht ja so nicht. Dann heizen wir ja nach draußen. So, haben wir hier noch irgendwas? Was ist denn das da? Mountain. Ah. Ich werde viel Spaß haben in diesem Spiel. Total viel Spaß. Okay, hier haben wir sonst nichts. Mach da mal wieder zu. Ich traue mich hier kaum rumzulaufen. Öffne Ordner. Lies Rechnung. Na, na, na. Aha, okay. Umzugs.
Gedöns, Liste der verschickten Güter. Kisten 8 für die Küche, 5 Haupt- und Schlafzimmer, Hauptschlafzimmer, Kinderschlafzimmer, Übergewicht, Bibliothek. Naja, Bücherkisten sind halt immer extrem schwer. Deswegen versuche ich gerade meine ganzen Bücher auch loszuwerden, falls ich irgendwann mal wieder umziehen muss, das muss ich die nicht mitnehmen. 2 Fernseher. Was? Weiter auf... Das ist so groß. Weiter auf angehangenen Arbeitsblättern. Okay. Ich blende den Text nochmal weg. Ja. Ist halt immer schöner, das im Original zu sehen, dann finde ich jetzt. So, passt schon. Dear Katie, so much has changed. Even just since you've been away. We moved into this house. I'm in a new school. And my big sister being gone for a year doesn't make it any easier. It doesn't feel real. But I'm not gonna let it faze me. I used to tell you everything, and if I can't do it in person, because you're off gallivanting around who knows where, I'll tell it to this journal, just like I was talking to you. Oh. Ja, Sam ist unsere kleine Schwester, die uns Briefe geschrieben hat. Uah. Ich finde das immer gruselig, allein in Häusern zu sein. Ich hasse das. Was ist das? Tacoma County Waldschutzbehörde. Janice Greenbrier, leitende Naturschutzbeauftragte. Ich glaube, das ist die Mama. Hier. Die 1 Stunde und 15 Minuten zur Arbeit braucht. Die Ärmste. Brettspiel. Was ist das? Over the Alps. Ja, ich weiß schon, dass ich die Maus bewegen kann. A Novel Traveling Game. Okay. Toll. Pack das mal wieder da hoch. Haben wir hier irgendwas? Kann ich überhaupt springen? Nein, ich hasse es, wenn ich in Spielen nicht springen kann. Aber hier ist das okay. Okay, hier haben wir scheinbar wirklich nichts. Ich lasse hier mal offen. Ist mir irgendwie lieber so. Okay. Was ist das? Haben die Lüftungsschächte im Boden? Oder ist das, um den Dreck reinzukehren? Oder ist da ein Staubsauger unten drin? Oh, das wäre voll praktisch. Gut, haben wir hier... Oh Gott, diese Geräusche. Was ist das? Kann ich nicht... Uah. Okay, ich glaube, das ist... Lies Brief. Liebe Jan, es ist so schön von dir zu hören. Das mit dem neuen Haus klingt echt spannend. Erinnerst du dich noch an das kleine Zimmer, das wir uns im ersten Jahr an der Uni teilten? Und wenn es uns schlecht ging, haben wir uns unsere Traumhäuser ausgemalt. Ich wollte immer eine Villa. Du ein Haus im Wald. Nun schau, wer beides bekommen hat. Was? Ach, eine Villa im Wald. Jemand da oben mag dich. Ich könnte etwas von deinem Glück gebrauchen. Schick mir Lottozahlen, ich spiele sie. Ernsthaft. Aber ich sollte mich wirklich nicht über das gute alte Terrassenhaus beklagen, das wir seit Bobs Versetzung nach Winnipeg haben. Wir haben nun sogar eine neue Vinylverkleidung. Na, neidisch. Lass es mich wissen, wenn du jemals die Häuser tauschen willst. Und wie geht's den Mädels? Ist Katie schon zu ihrer großen Europa-Abenteuertour aufgebrochen? Apropos neidisch. Okay. Schreibe bald. Vermiss dich, Mitbewohnerin Carol. Okay. Eine Freundin von der Mutter scheinbar. Warte mal, schauen wir uns das nochmal so ohne das Zeug an. Ja, so schön ist die Schrift auch nicht. Und das Briefpapier ist jetzt auch nicht so hübsch. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Nee. Schublade zu. Das geht noch auf. Hallo? Da ist aber nichts drin. So, zu. Was haben wir hier noch? Schränke mit nichts drin. Mehr Schränke mit ebenfalls nichts drin. Das ist schick. Ist da auch noch ein Preisschild dran? Hecho en México. Ja, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Aber es ja, ist ganz hübsch. Okay. Regionales Leichtathletikfinale. Mädchen 100 Meter Staffel. Erster Platz. Caitlin Greenbrier. Das sind wir. Hey, cool. Wir sind voll sportlich. Und das da? Mädchen Weitsprung. Erster Platz. Yes. Wir haben es drauf. Okay, ich gehe mal hier rein. Oder auch nicht. Dann... Oh Gott, ich habe hier voll die Paranoia. Hier passiert doch gar nichts. Licht? Licht? Da ist Licht.
Schiebetür. Magazin näher betrachten. Huiuiui. Author Magazine. Bla bla bla. Stephen King. Bla 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 bla. Ihr könnt's ja lesen, ne? Ist halt ein. So. Halt ein Magazin für Autoren. Voll schön. Ja, gut. Kann ich auch aufs Klo gehen? Hatte ich hier schon reingeguckt? In eine Kiste? Was ist das? Ach so. Pflaster. Was? Waschpulver? Nee, braucht man alles nicht. Gehe ich wieder. Lass aber überall Licht an, weil ich voll Angst habe. So. Habe ich hier schon reingeguckt? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, ne? Lies Reiseplan. Zeitzone der Welt. Stand vom 1. Juni 1994. Katys Abflug am 6. Juli 94. Flug bla 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 nach Amsterdam. Da hat sie ja beim Besten angefangen, ne? Also hier nochmal das Original, ne? Ja, ist gut. Voll schön. Haben wir da noch was? Okay, der Stift rollt durch die Zettel durch. Cooler Stift. Können wir die anrufen? Scheinbar nicht. Wir können Mitteilungen abspielen. Oder will ich vorher was lesen? Ich mach erstmal Licht. Sam, Daniel aus unserer alten Nachbarschaft hat angerufen. Er möchte sich gerne mal das neue Haus anschauen. Ruf ihn zurück. Mom, Daniel ist ein totaler Spinner. Der einzige Grund, weshalb ich damals überhaupt mit ihm abhing, war, weil er ein Nintendo hatte. Ja, wer kennt das noch? Schön. Okay. Sam. Sam. Hallo. Sam. Okay. Sam, where are you? Really? I need to talk to you. Please be there. Oha. Hi, Mom. So I got my ticket home from Europe. I get back on June 6th, but it's a really late flight because that was the cheapest, so it gets in at midnight. But don't worry, I'll get a shuttle from the airport so you don't have to pick me up. Like, really seriously, you don't have das to. Das kennen wir ja schon. Okay, so, love you. See you soon. Bye. War's das? Okay. Fängst du jetzt nochmal von vorne an? Nee, ne? Gut. Was haben wir denn da? Sam, Katie, Mom und Dad. Also Jan und Terry. Ach, guck mal, da haben sie alle... Da haben sie alle auf einen Haufen. Voll schön. Krieg ich das irgendwie... Vielleicht kann man da noch irgendwie ein Thumbnail draus machen, deswegen... Versuche ich mal gerade eine schöne Kameraeinstellung. Keine Ahnung. Okay, können wir hier ran? Oh Gott. Mach schnell das Licht an. Oh, wie ich sowas hasse. Ja, da haben wir, glaube ich, erstmal alles durch. Drücke. Ne? Ach, ich habe eine Karte. Okay, das heißt, ich bin jetzt hier. Also immer der lilane Raum ist, wo ich bin. Hey, eine der Postkarten, die ich geschickt habe. Ja, schön, dass ich mir die auch angucken darf, Mann. So ließ es sich besser lesen. Hi, Mom, Dad und Sam. Ich bin in Paris. Ich habe viele Pariser Dinge gemacht, inklusive dem Essen eines Petit Déjeuner und dem Tragen einer Baskenmütze. Ich habe viel Film zum Entwickeln, wenn ich wieder da bin. Sam, ich bringe dir etwas aus der Shakespeare Book Company mit, wo du doch meine Lieblingsschwester bist. Hab euch lieb, Katie. Huch. Süß. Alter.
schon so ein bisschen gruselig. Ich mach das aus. Boah. Warum ist denn der Fernseher auf einmal an? Was zum Geier? Ich hab mich voll erschrocken. Kartenspiel. Nimm es mit. Es ist... toll. Kann ich nichts mitmachen. Nachruf. Oscar Mason, 60, aus Boone County, starb letzten Monat friedlich in seinem Haus. Mr. Mason wurde am 8. September 1933 in jenem Haus geboren, das bis zu seinem Tode sein Zuhause bleiben sollte. Er erwarb seinen Pharmazieabschluss in jungen Jahren und kehrte nach Boone County zurück. Schnell wurde er eine allseits beliebte Persönlichkeit im Herzen der Gemeinde. In den Jahrzehnten vor seinem Tode wurde er nur noch selten außerhalb seines Hauses gesehen. Eine Andacht wird diesen Sonntag in der First Methodist Church um 13 Uhr stattfinden. Jeder ist willkommen. Seine Nachkommen umfassen seinen Neffen Terence Greenbrier, ebenso wie im Geiste die Menschen von Boone County, denen er stets Wohlbefinden und Trost spendete. Ah, oh, ist das irgendwie... ist Terence... aber stimmt, Terry. Terry ist unser... Papa. Also es ist der Onkel von unserem Papa. Ist das dann, was ist das dann? Ist das unser Großonkel? Ich habe keine Ahnung. Hier, da sieht man ihn nochmal. Alter. Oscar Doc Mason. Ich kenne jemanden schon sehr lange und sehr gut, der denselben Spitznamen hat. Diese Geräusche, Mann. Nimm Foto. Ach, guck mal. Wer ist denn das? Das war nicht unsere Schwester. Die hatte doch... De Soto? Ich weiß nicht. Und wer war eigentlich das am Anrufbeantworter, der da rumgeweint hat? Nix. Auch nix. Gut. Ich will jetzt erstmal hier... Okay, hier ist nicht viel. Das finde ich schon mal gut. Warte mal, hier... Anstecker. Heavens to Betsy. Ja, voll schön. Dann machen wir da wieder dran. Und noch mehr zum Lesen. Das geht übrigens wirklich das ganze Spiel so. Willkommen, neuer Schüler. Wir hoffen, du freust dich genauso auf deinen ersten Tag an der Goodfellow High School wie wir. Bitte bringe die folgenden Dinge an deinem ersten Tag mit in die Klasse, damit du gleich mit Elan loslegen kannst. Ein stabiler Ordner mit Unterteilungen für jedes deiner 6 Fächer. Ein liniertes Schreibheft pro Schulfach oder ein großes Schreibheft mit 6 unterteilten Abschnitten, mindestens 6 Stifte, blaue oder schwarze Tinte und 6 Bleistifte, eine Schachtel mit Farbstiften, ein Standardzahlenschloss für deinen Spind, ein nahrhaftes Mittagessen oder $2,50 für ein Mittagessen in der Schulkantine, eine positive Einstellung. Ja, keine positive Einstellung. Bitte sorge dafür, dass du in der Nacht davor genug Schlaf bekommst und sei bereit für das erste Klingeln um 8 Uhr. Bis dahin und nochmals willkommen, Beth Valance, Direktorin. Okay, hier ist alles quasi abgehakt, also durchgestrichen, das hat sie alles, aber nicht die positive Einstellung. Oh. Oh my God. You are so lucky you finished high school before we moved into this house. So, it's the first day of school, and there I am, introducing myself to the class. And I say that I just moved into the house on Arbor Hill. All of a sudden, every kid in the room turns and just stares like I suddenly transformed into a mutant. I just stood there, wishing pretty hard for a rewind button. Because now maybe nobody knows my name, but they all know who I am. The Psycho House Girl. Was? Great. Psychohaus? Psychohaus? Wir sind in einem Psychohaus. Okay, mache ich jetzt. Ich mache der Reihe nach alle Zimmerchen. Ich will da nicht rein, da ist dunkel. Okay. Was ist denn. Was ist. Okay, what? Das kannst du besser.
Früher Flug ins All, Utopia, Technik vorantreiben, den Zweiten Weltkrieg zeitig wenden, Zeitstrahl zu unterschiedlich. Was zum? Chinesisch, Japanisch, Libanesisch. JFK auf HBO aufzeichnen. Magic Bullet Theorie. Einziger Schütze, Akte X, erledigt. Blablabla, Sam. Was? Okay. LHO in der USSR abfangen, LHO getötet durch... Was zum? Wieso Autokolonnen nicht nicht unterbrechen, Minuten bevor LHO schießen kann. JFK vergiftet, entführt, verletzt. Ausnahmezustand in Dallas. Stoppt Autokolonne. Zurück zu den Wurzeln, erneut ins Dallas von 1963 zurückgeschickt. Hepperdurp, was zum? Nimm Glas, ja, ich brauche erstmal einen Schluck. Leer. Okay, was mache ich denn jetzt? Ich glaube, ich mache hier mal kurz den Part vorbei. Das war der erste Part. Yay! Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist ein eher ruhiges Spiel. Eher. Ja, bis auf die strangen Geräusche, die hier dauernd irgendwo sind, die mich gerade irgendwie ziemlich abfacken. Gruselig. Okay. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch einen Kommentar da, Feedback, ne? Bewertung, ein Sternchen, was auch immer ihr möchtet. Ich würde mich sehr freuen. Ebenfalls würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen in Part 2 von Gone Home. Bis dann. Wir singen. Ich finde die Taste nicht. Oh mein Gott.